Ja, herzlich willkommen Ihnen allen, den Besuchern und auch unseren Mitarbeitern zu diesem Gebetssonntag Deutschland hier auf dem Buchenauer Hof am 17. Dezember 2023. Auch herzlich willkommen allen Teilnehmern vom Livestream. Wir befinden uns ja hier in der schönen Kapelle auf dem Buchenauer Hof in Sinsheim, die Zentrale der DMG Interpersonal. Damit Menschen Gott begegnen, ist so unser Motto. Mein Name ist Matthias Knödler und ich begleite Sie, euch, dich heute durch diesen Gottesdienst und ich bin Personalleiter für die Missionare in Deutschland. Unser Ablauf an diesem Gebetssonntag ist so, dass wir circa bis um 11.30 Uhr, dass Sie sich darauf einstellen können, diesen Gottesdienst planen und ab 11.40 Uhr wird es dann wieder 5 Gebetsgruppen geben bis circa 12.30 Uhr zum Mittagessen. Und da können wir es uns schmecken lassen. Und am Nachmittag um 13.15 Uhr, da wird dann nach dem Mittagessen unser Prediger auch, Bulli Behene Gossa, seine Arbeit unter Oromos aus Äthiopien dann in Deutschland vorstellen. Auch in diesem Raum dann wieder. Wir planen um 14 Uhr dann den Gebetssonntag abzuschließen. Ja, und heute segne dich der Herr ganz besonders. Er mache diesen Gottesdienst zu wirklich einer Gottesbegegnung für dich, dass du mit deinen Gefühlen, deinen Gedanken und deinen Entscheidungen auch im Willen angesprochen bist. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute haben wir den dritten Advent. Wir haben jetzt keine drei Lichtchen hier, so müssen Sie sich imaginär vorstellen. Drei Lichter. Also, und Weihnachten ist ja wirklich schon nächsten Sonntag. Also das ist ja wirklich um die Ecke. Meine Frau sagte heute Morgen, oh, dann können wir ja die vierte Kerze gar nicht richtig abbrennen. Da ist wahrscheinlich was dran dieses Jahr. Aber man kann vielleicht die vorziehen noch heute, damit sie ungefähr auf die Höhen kommen. Es gibt ja was ganz Intelligentes hier. Kerzen, die dann ganz kleine, mittlere, noch ein bisschen größer und dann die ganz großen, sodass man die dann alle gleichmäßig abgebrannt hat, dann am Ende des vierten Advents. Wir könnten auch nachher gleich unsere vielen Migranten hier fragen, wie ist denn bei euch, gibt es da auch Advent in euren Ländern, wo ihr ursprünglich herkommt? Also es wird spannend heute. Ja, ich bete mit uns noch. Lieber Vater, vielen Dank für dieses Geschenk von Advent und Weihnachten, dass wir uns innerlich vorbereiten dürfen, dass wir nochmal ganz bewusst uns machen, was das für uns bedeutet. Danke, Herr, dass du Erbarmen mit uns hattest. Du hast gesehen, wie wir auf dem Weg zum Gericht auch keine Chance hatten. Du hast deinen Sohn geschickt, der für uns auch diesen Weg gegangen ist, in seiner Liebe zu uns, hast gewaltig eingegriffen, damit wir gerettet werden können. Und wir danken dir herzlich dafür. Und das ist einfach großartig. Und wir loben dich, du Gott des Himmels und der Erde, dass du unser Vater geworden bist. Danke für deinen Sohn. Danke, du Lamm Gottes, dass du wirklich würdig bist, auch diese Siegel zu brechen und das letzte Gericht herbeizuführen, die letzte Gerechtigkeit auch herbeizuführen. Sei du mitten unter uns, sei uns gnädig und auch deinem Volk Israel. Amen. Ich lese uns die Losung und aus den Herrnhuter Losungen für heute, der passt sehr gut. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Jesaja 40, 3 und 10 ist so ein bisschen zusammengeschrumpft auf diese kurze Aussage, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir singen jetzt drei Lieder, die uns zu Jesus hinziehen wollen. Simon Georg wird das für uns begleiten, er ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Vielen Dank, Simon, dass du dich da auch vorbereitet hast. Ja, sehr gerne. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Weihnachten auch ein Fest von Lobpreis oder von Anbetung ist. Alle, die damals zu Jesus gekommen sind, haben ihn angebetet in irgendeiner Form. Und das wollen wir auch machen heute Morgen. Das erste ist eigentlich ein Advents- oder Weihnachtslied. Freu dich Welt, dein König naht. Und die anderen zwei Lieder gehen dann nochmal darauf ein, dass wir diesen König anbeten. Lass uns dafür gemeinsam Zeit nehmen. In welcher Form ihr das macht, ob ihr sitzen bleibt oder aufsteht oder so, das überlasse ich gerne euch. Aber lasst uns im Herzen einfach Jesus anbeten als den König. Freue dich, Welt, dein König.
kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sünden Nacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit. Und lieb ist seine Macht, und lieb ist seine Macht, und lieb und lieb ist seine Macht. Freut euch doch, weil Jesus siegt. Sein wird die ganze Welt. Des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt. Der Wind, der in mir weht, das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird, ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Der Wind, der in mir weht, das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird, ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Der Weg, auf dem ich gehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt.
Jesus Weg der Wahrheit, der zum Vater führt. Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht aus der Welt, Dunkel erhält. So bist nur du, König Jesus. Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt, der auch das Verirrte nicht verloren gibt. Volle Geduld, trotz unserer Schuld, so bist nur du. Jesus, unser Leben, stärker als der Tod. Du hast dich gegeben als das Himmelsbrot. Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut. So bist nur steht. So bist nur du, König Jesus. Ja, das ist doch gut zu wissen, dass der König diese Welt in den Händen hält. Unser Deutschland ist selbst zum Missionsfeld geworden und als DMG, da haben wir darauf reagiert und vor vielen Jahren auch Deutschland geöffnet für unsere Mitarbeiter. Momentan haben wir 98 Personen, die in Deutschland mit ihren Ehepartnern zusammen arbeiten. Davon sind 69 Voll- oder Teilzeitangestellte. Wir haben 12 Singles, 43 Ehepaare, darunter sind ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter bereits internationale, die also nicht ursprünglich als Kinder deutscher Familien hier aufgewachsen sind, sondern von Ausland gekommen sind. Und einige von ihnen haben wir heute da und die werden uns nachher gleich ein paar Sachen erzählen. Wir haben hier so eine schwache Deutschlandkarte, das hat seinen Grund, dass wir jetzt noch ein paar andere Bilder noch sehen, vielleicht die nächste Folie da. Genau, hier sehen wir also unsere Mitarbeiter, wie sie verteilt sind in Deutschland. Jeder Punkt symbolisiert ein Mitarbeiter-Unit, sagen wir, also ein Ehepaar oder ein Single. Orange rechts oben sehen Sie Mecklenburg-Vorpommern. Das ist also die Region, wo wir auch Mitarbeiter haben, besonders auch uns gewünscht haben, dass dort Mitarbeiter hingehen, denn dort ist eine Region, wo wenige Christen sind. Dort betreiben sie auch in Mecklenburg-Vorpommern Gemeindebau, bieten noch nicht Christen, auch das Evangelium auf diese Weise an, auch Deutschen natürlich schwerpunktmäßig. Und dann haben wir die vielen roten, magenta-rot gefärbten, das sind die Missionare, die schwerpunktmäßig unter Migranten in verschiedenen Orten in Deutschland arbeiten. Die Grünen, das sind unsere internationalen Mitarbeiter, das heißt, sie sind von einer Partnermission aus dem Ausland nach Deutschland geschickt worden und auch durchs Ausland finanziert, hauptsächlich damit sie in Deutschland unter Migranten arbeiten. Und dann haben wir noch die Gelben, das sind die Mitarbeiter im Zusammenhang mit der SMD.
die besonders mit internationalen Studenten an den Universitäten arbeiten. Vielleicht die nächste Folie. Die jetzt leicht gefärbten gelben ovalen Flächen, das sind also diese 11 Metropolen in Deutschland oder Ballungsgebiete, könnte man sagen. Und ihr seht, wie unsere Mitarbeiter da auch auf diese Regionen verteilt sind, wo die meisten Menschen leben. Dann könnte man sagen, oh, aber ein paar sind ein bisschen außerhalb und so, gell? Könnte man diskutieren, aber auch das hat natürlich seinen Sinn. Auch in kleinen Städten ist trotzdem natürlich das Evangelium nötig. Viele andere Missionen haben natürlich auch ihre Mitarbeiter. Die haben jetzt hier nicht abgebildet, sondern nur DMG-Mitarbeiter im Moment. Aber es ist wirklich so, dass das Rhein-Ruhr-Gebiet, dieses Rhein-Ruhr-Gebiet oben um zwischen Bonn, Duisburg, Dortmund, diese Region hat 11 Millionen Menschen. Das ist das größte Ballungsgebiet in Deutschland. Dort sind auch die meisten Migranten. Und da brauchen wir unbedingt auch mehr Mitarbeiter in dieser Region, um diese vielen Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und die zweitwichtigste Region, die wir so herausgefunden haben, ist eigentlich München. In München 5,7 Millionen mit Einzugsgebiet natürlich, die Stadt selber hat nicht so viele. Da ist so die drittgrößte mit dem Rhein-Main-Gebiet, die drittgrößte Metropolregion Deutschlands. Und dort gibt es wenige Gemeinden, proportional zu den vielen Einwohnern und einen riesigen Bedarf an Mitarbeitern, auch unter Migranten. Kürzlich haben wir ein Ehepaar dorthin in die Nähe von Bad Aibling schicken können, also in die Nähe von München, sind sie hingezogen, um dort das Evangelium weiterzugeben. Betet doch mit, dass es auch mehr werden, die bereit sind, dorthin zu gehen, denn das Problem hauptsächlich, Sie werden es wissen, München ist fast die teuerste Stadt Deutschlands, da muss man also nochmal extra Unterstützer haben, dass das möglich ist. Aber dort ist das Evangelium ganz, ganz wichtig, dass wir es dorthin tragen. Und jetzt sehen wir noch die nächste Folie. Da sehen wir einige schwarze Punkte. Und sie symbolisieren kleine internationale Kreise an Universitäten für Ausländer, für Migranten, also internationale Studenten. Und die meisten dieser Kreise sind über die SMD zwar organisiert, aber sie haben keinen eigenen Mitarbeiter, der jetzt vollzeitlich das machen würde, sondern das sind einfach ehrenamtliche Studenten, die dann diese internationalen Kreise auch machen. Aber ihr seht schon, einige Städte, Großstädte, da ist noch gar nichts an der Uni und deshalb können wir auch da beten, dass Gott auch dorthin oder dort entweder Studenten selber, gläubige Studenten dorthin schickt oder auch Mitarbeiter, die dort Kreise aufbauen. So, und jetzt, wer von unseren Missionaren ist denn heute anwesend, ausgenommen von euch hier vorne? Gibt es noch andere Missionare? Bitte die Handzeichen vielleicht. Das sind jetzt natürlich, alle sind Missionare, keiner traut sich, aber schön, dass ihr alle da seid. Jetzt bitte ich euch hier vorne, nach vorne zu kommen, die Vorderen. Ihr dürft noch warten in der zweiten Reihe, ihr von der ersten Reihe bitte nach vorne. Genau, denn das sind speziell eingeladene Missionare, Missionarsfamilien oder Ehepaare, die wir hier jetzt einige Fragen stellen möchten. Und zwar, ihr seht das schon, hier rechts von mir fangen wir mal an. Mikrofon ist an, sehr schön. Dann kann ich euch das gleich weitergeben. Also das ist Neda und Bakr Al-Koshaba. Ihr kommt ursprünglich aus dem Irak. Aus Ninive sogar, genau. Möchtet ihr zu euch etwas sagen? Ihr seid in der Nähe von Stuttgart wohnhaft. Ja. Und habt einen Dienst dort. Ja. Okay, wir sind normalerweise, ich bin ein bisschen nicht ruhig, wenn ich kurz reden muss. Ich habe immer, ist mir ungewöhnlich, weil ich rede immer stundenlang. Ja. So, und ich mache auch keinen Spaß, weil keine Zeit haben. Ich bin Bakr Al-Koshaba, meine Frau Neda. Wir sind verheiratet. Und ich mache eine Arbeit, ich sage in der großen Missionsgebiet heute im Internet für die Arabischsprachigen überall in der Welt. Nehmen wir das hier. Okay, doch. Es. Kannst du trotzdem nochmal eine Okay. Viele Leute in die arabischen Religionen haben sie keine Möglichkeit. Sie nicht die Möglichkeit, eine Gemeinde zu besuchen. Und dann über Internet kann man erreichen. Wir erreichen viele, viele Leute.
Ich bin Gott dankbar, dass es ein sehr, sehr fruchtbarer Dienst ist. Und normalerweise ich mache Evangelisation oder Bibel ausarbeite oder einen Vortrag. So ungefähr täglich. So, ich habe keinen Ruhetag, aber das ist, macht mir so Ermutigung, weil ich sehe die Früchte vor mir. Und wenn jemand entscheidet vor der Herr Jesus, das kommen wir zum zweiten Schritt. Ich tausche meine Telefonnummer aus mit ihm. Ich habe viele Dokumente, aber leider kann ich nicht offen. Ich hoffe, dass Sie verstehen, warum. Und wenn jemand später will, was ich kann euch zeigen, was ich genau tun. Wenn jemand so entscheidet vor dem Herr Jesus, dann kommen wir zu zweiter. Dann begleite ich, habe ich mein zweites Handy, ungefähr 15 bis 20 Leute, die ich betreue momentan. Sie sind unterwegs. Manche haben sie alle entschieden vor dem Herr Jesus. Aber sie brauchen noch. Normalerweise mache ich auch dazu, nicht immer, wenn jemand von unserer deutschen Bruder oder jemand, der arbeitet auch, will in diesem Feld arbeiten, dann ich berate ihn wie und mache ich auch Projekte für ihn oder Hilfe, wenn er ein Projekt hat. Ich kann auch zeigen, letzte Woche habe ich vor einem Bruder auch etwas getan. Und was schön ist, dass es sieht man auch Leute von verschiedenen Hintergründen, haben wir Arabischsprecher eigentlich nicht alle Araben sind. Es gibt Kurden, Aramäer, Türken, Kopten, alle. Und sie reden Arabisch und können sie verstehen und kann man erreichen. Natürlich gibt es auch, das ist nicht immer einfach. Wenn ich rede so oder ein Bibeltext oder so und ich erkläre, dann gibt es auch Feinde. Das gibt es auch jemand, die so ein schlechter Wort sagt, versucht auch kritisiert etwas negativ zu sagen, aber das macht nicht. Nein, no, das ist okay. Ah, jetzt kommt. ja. Und die. Ja. Okay. So. Okay. Das ist auch Technik. Ich bin nicht so gut in Technik. Ich kommuniziere mit den Leuten normalerweise grundsätzlich anonym. Und mein Schwachpunkt als Missionar mit der DMG, ich bin sehr, sehr zufrieden und die Unterstützer und so, aber der Einzige, das, was ein bisschen nicht normal von einem Missionar, das kann ich nicht viel erzählen. Da muss es persönlich sein, zu zweit unter vier Augen. Dann kann ich so offen sagen, was ich tun. Und ich hoffe, dass es einverstanden ist. Ja, warum? Auch Fotos und so kann ich nicht offen auch zeigen. Der letzte Schritt, was ich tue, wenn die Beziehung mit jemand und er wohnt in Europa, versuche ich zu besuchen. Habe ich auch tolle Leute kennengelernt, persönlich auch. Nach Jahren von einander kennengelernt, haben wir endlich getroffen, wenn jemand zum Beispiel in Deutschland, Holland, Schweiz und so, nicht so weit von mir, dann organisieren wir einen Treff und besuche ich. Wollte ich einen Punkt noch, habe ich vergessen. Also ein Punkt würde uns natürlich sehr interessieren und das wäre der Punkt, du arbeitest mit TikTok, gell? Momentan ja, seit vier Monaten. Das heißt, du machst dann mit deiner Kamera eine Aufnahme und das wird... Nein, ohne Kamera kannst du auch. Ohne Kamera, also nur der Ton wird aufgenommen und dann wird es publiziert bei TikTok. Ja, und vor 2024 habe ich auch jetzt was Neues. Machen wir einen Kanal im YouTube und dann bringen wir, wenn jemand will, nochmal zurück und hört nochmal diese Diskussionen und nimmt viele Informationen, was passiert, die Antworten. Vielen Dank, Backer.
Wir wissen, ihr seid aus dem Migrationshintergrund und da ist es natürlich auch schwierig, Freunde zu finden, deutsche Freunde, die das auch unterstützen. Deshalb, ich darf es in eurem Namen sagen, sie freuen sich auch für Beter und für finanzielle Hilfe, damit sie diesen Dienst tun können, auch weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Neda, du hast noch kurz ein Wort. Genau. Dankeschön. Ja. Ich bin Neda, ich arbeite in einem Altenheim als Alltagsbetreuerin. Ich rede mit den Leuten jeden Tag und ich kann ihnen ein bisschen Freude geben. Im Dezember war eine gute Gelegenheit. Ich konnte einen Adventskalender für das Heim basteln. Und wo also dürfen die, also konnten die Bewohner jeden Tag eine Karte aufklappen und einen Vers ist aus der Bibel und eine Andacht auch dazu. Und genau, ich finde immer einen Weg, dass die Leute was, also Gottes Wort oder die Liebe Gott weiterzugeben. Und ich verteile auch viele Kalender und nutze jede Situation, wo man hier biblisch lösen kann. Also ich bin Gott dankbar für diese Gelegenheit, für meine Arbeit. Ich arbeite richtig sehr gerne und ich bin echt zufrieden und Gott dankbar, dass diese Gelegenheit weiter Gottes Liebe zu geben. Super. Genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr bei uns seid und dass ihr das Herz habt, auch Menschen das Evangelium weiterzugeben. Vielen Dank. Ihr dürft gerade noch mal stehen bleiben und jetzt wechseln wir auf die andere Seite zu Martina und zu Peter Morris. Ja, wo seid ihr denn? Wir bringen Grüße ganz aus der Nähe, aus der kleinen Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, also sehr unweit von hier, aber auch mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund und ein paar hundert asylsuchende Flüchtlinge. Und du hast ja auch Migrationshintergrund, deine liebe Frau war Migrantin, auch in einem anderen Land. Könntest du dazu was sagen? Ich bin Engländer. Meine Frau und ich waren 10 Jahre lang zusammen in Frankreich, in den Vororten von Paris. Jetzt wohnen wir in Martinas Heimat seit 7 Jahren. Und Martina war auch selbst Missionarin. Ja, also in der ganz weiten Vergangenheit war ich mal Missionarin mit Wycliffe im Tschad in Zentralafrika. Und dann haben wir aber geheiratet und sind dann nach Frankreich gezogen. Ja, da muss ich jetzt nochmal das Mikrofon hin und her geben. Genau. Was ist denn, also ihr arbeitet unter Migranten jetzt, was ist denn so dein größter Wunsch für diese Migranten hier in Deutschland? Was sollte bei denen passieren oder auch jetzt für deine Umgebung? Was denkst du, was ist da in Deutschland wichtig? Wichtig sind sinnvolle Begegnungen, dass diesen Menschen mit Migrationshintergrund mit Christen auf Augenhöhe begegnen und dass wir Christen ein glaubwürdiges Zeugnis geben. Also in diesem Sinne ist unser Dienst eher mit persönlichen Begegnungen verbunden. Und ja. Und ich habe gehört, du arbeitest auch mit einer Partnermission von uns zusammen, also Pioneers. Und da ist der Wunsch, auch noch mehr Mitarbeiter vom Ausland hier nach Deutschland zu bringen, die unter Deutschen, aber auch unter Internationalen arbeiten in Deutschland. Was ist so dein Herzensanliegen in diesem Bereich? Also ja, wir wissen, dass gesellschaftlich sucht Deutschland Kräfte, Auslandskräfte für das Leben hier. Und ja, die Regierung will Brücken bauen zum Ausland, damit ausgebildete Menschen und Menschen, die sich ausbilden wollen, lassen wollen, hierher kommen. Und wir Christen sollten auch Brücken bauen, dass vielleicht, wenn Gottes Geist wirklich wirkt, brauchen wir auch christliche Zeugnisse. Wir Deutsche, also wir Schwabe, ich bin Schwab halb. Ja. Vielleicht brauchen wir Menschen, Glaubensgeschwister aus dem Ausland, die uns helfen, Zeugen zu sein in unserer Gesellschaft.
Und ja, mein Anliegen ist, dass wir Christen auch im Beruf, die berufstätig sind, Missionare, Gemeinden zusammenwirken, um Brücken zu bauen ins Ausland, damit mehr Christen hierher kommen. Was denkst du, ist denn das Hauptproblem, warum wenige Missionare bisher in Deutschland sind vom Ausland? Es gibt schon viele, aber es könnten ja viel mehr sein. Missionare, aber auch Krankenschwestern, Ärzte, die Christen sind, im Beruf hier arbeiten in Deutschland und das Evangelium einfach so weitertragen. Aber was denkst du, ist das Hindernis, warum Migranten schwer nach Deutschland finden, zum Beispiel aus Lateinamerika oder aus Afrika? Das kann ich nicht sagen, dass die den Weg schwer finden. Wichtig sind Begegnungen. Deutschland hat kein so großes Aura wie die englisch sprechenden Gebieten. Aber dass erstmals diese Leute die nette Deutsche kennenlernen. Vielen Dank euch. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, uns jetzt auch ein bisschen zu erzählen von euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Du möchtest noch etwas sagen? Ich muss diese Karte zeigen, ja, wie die aussieht, dass ich dieses Jahr gebastelt habe. Einfach aufklappen und dann kommt ein Bibelvers, das war vor zweiter Tag. Und dann diese Andacht, ist es richtig schön. Sehr schön. Genau. Vielleicht kannst du das auch auslegen hier? Dann können wir ja, genau. Nur das Vers, also Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Johannes 4, Vers 26. Mhm, danke. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, dann beten wir noch da für diese Anliegen und für diese Punkte. Wer möchte aus der Gemeinde hier, aus der Gemeinschaft, vielleicht auch laut für Barker und Neda Alkoschamba beten oder für Peter und Martina Morris? Bitte schön. Ja, wir danken dir für den Dienst von Barker und Neda, dass du sie hierher geführt hast, um Menschen, die hierher gekommen sind und die dich noch nicht kennen, um ihnen etwas von dir weiterzugeben. In ihren Dienst auch über das Internet, hab Lob und Dank für diese Möglichkeit. Gib der Barker immer die rechten Worte und dann auch die rechten Begegnungen. Wir bitten dich auch für Neda, stärke sie in ihrem Dienst. Segne die alten Leute, dass sie wirklich, wenn sie so kurz vor dem Ende ihres Lebens sind, auf deine Retterhand ergreifen. Wir danken dir für die beiden, versorg sie auch, gib, dass alles, was nötig ist, zusammenkommt und lass sie fröhlich ihren Dienst tun. Amen. Möchte ich auch immer wieder bitten, dass du Barker führst mit deinem Geist, mit guten Gedanken, was er weitergeben kann, auch mit Weisheit, wenn er Menschen berät und wenn er sie begleitet. Und ich möchte einfach auch bitten, dass du deine Hände über sie als Familie hältst und dass du sie doch auch segnest und wirklich immer wieder zum Segen setzt. Amen. Amen. Jesus, und wir danken dir auch für Peter und Martina. Wir danken dir für ihren Dienst in Sachsenheim. Herr Jesus, hab Dank, dass sie dort dein Wort den Migranten nahebringen. Wir danken dir auch für Martina, für ihren Dienst in Hausaufgabenhilfe oder Deutschunterricht, für die Möglichkeiten, die du ihr schenkst. Und auch Peter in der Beziehung und in den Gesprächen zu den Menschen dort. Herr Jesus, wir bitten dich, dass viele noch da zum Glauben an dich kommen. Amen. Ja, Vater, wir loben dich und danken dir für unsere Migranten, Missionare, die du vom Ausland hierher geschickt hast nach Deutschland. Und da wünschen wir uns noch viel mehr. Sende du, mach du Berufungen klar vom Ausland. Schenk ihnen, dass sie erfahren, wie es in Deutschland aussieht, dass auch hier Missionsarbeit jetzt angesagt ist. Bitten dich herzlich um auch die finanzielle Versorgung für diese Missionare und die Möglichkeiten, dass sie hier andocken können in Deutschland. Sende sie in Gebiete dort, wo du sie haben möchtest, Herr. Und wir danken dir einfach für die, die du uns schon geschenkt hast. Ermutige du sie, segne sie auch mit deutschen Freunden, die für sie beten und auch für sie geben, dass sie diesen Dienst auch tun können. In Jesu Namen. Amen.
Wir singen jetzt noch zwei Lieder und verabschieden uns dabei von unseren Kindern, denn die haben ein cooles Programm mit der Katrin. Katrin, bist du hier irgendwo? Ja. Ich hoffe, ja, Katrin, ja, komm doch nach vorne, dass die Kinder dich mal sehen, ganz kurz. Also, Kinder, in welchem Alter wünschst du dir denn, in welchem Alter, die in deinem Programm sind, im Konferenzraum? Sag doch mal hier ins Mikrofon noch mal ein nettes Wort. Hallo, da oben sitzen ein paar, glaube ich, das ist cool, dass ihr da seid. Also alle, die einigermaßen auf dem Stuhl sitzen können, so ab 3, 4, und alle, die nach oben sich noch nicht zu alt fühlen, dürfen gern kommen. Und die kommen jetzt hier raus? Wir treffen uns da draußen, weil die von oben kommen runter und wir gehen da raus und treffen uns und gehen in den Konferenzraum und werden bis kurz vor 12:30 also Programm machen. Das heißt, die Eltern können ganz entspannt beten und das hier alles genießen und beim Mittagessen findet ihr eure Kinder hoffentlich fröhlich wieder. Vielen Dank. Genau. Und falls ein Notfall wäre, können die Kinder kurz mal hochkommen oder die Eltern kurz mal runterkommen in den Konferenzraum. Ja, jetzt vielen Dank, Katrin. Lasst mich dafür noch mal kurz beten, spontan. Herr Jesus, danke für diese coole Sache mit Katrin und den Kindern. Segne du sie, schenk, dass sie da wirklich eine coole, gute Zeit zusammen haben. Eine Begegnung mit dir und was Neues entdecken auch auf dem Weg mit dir. Amen. So, jetzt wollen wir zwei Lieder singen. Simon ist wieder dran mit dem Piano. Herr, wir bitten für unsere Gemeinde, lass sie strahlen wie ein Feuer in der Nacht, dass sie vielen zum Zufluchtsort werde und zum Spiegel deiner göttlichen Macht. Dass Verlorene in ihr Heimat finden, die Verzagten neu Zuversicht, dass dein Wort uns zum Wegweiser werde und die Menschen einander zum Licht. Oh, 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 oh. Wir wollen dir entgegengehen. Oh, 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 oh. Und was du willst, das soll geschehen. Herr, wir bitten für unsere Familien, dass wir lernen, unser Leben zu teilen. In den guten und schwierigen Zeiten, hüll uns in deinen Frieden ein. Lehre uns, aufeinander zu achten und auf deine Versorgung zu bauen, unsere Sicherheit bei dir zu finden, unsere Sorgen dir anzuvertrauen. Oh, 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 oh. Wir wollen dir entgegengehen. Oh, 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 oh. Und was du willst, das soll geschehen. Herr, wir bitten für unsere Nächsten, lehr uns mit deinen Augen zu sehen, ihn beständig als wertvoll zu achten, ihn zu segnen und zu ihm zu stehen, ihm mit offenem Ohr zu begegnen, ihn zu tragen, wenn ihn Dunkel umgibt, dass er anders ist zu akzeptieren, weil du ihn ohne Vorbehalt liebst. Oh, 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 wir wollen dir entgegengehen. Oh, 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 und was du willst, das soll geschehen. Leben in dir, meine Stärke in dir.
So, und jetzt darf ich Familie Gosser nach vorne bitten. Vielleicht alle zusammen, beziehungsweise eine Person ist ja schon im Kinderprogramm. Die dürfen wir leider nicht sehen, aber die dürft ihr nachher vielleicht sehen. Das wäre dann die Kenan, genau. Bulli, Aster, Amen und Nayat, genau. Jetzt darf ich, normalerweise unorthodox, frage ich zuerst mal die Aster. Sag mal kurz zu dir etwas, ganz kurz. Okay. Ich heiße Aster und ich bin hier 1 Jahr und 10 Monaten. Ich habe meine Deutschunterricht B1 geschafft. Ja. Und jetzt ich arbeite in Kaufland. Ja. Kaufland, ja. Genau. Schön, dass du da bist. Bulli, möchtest du einen Moment noch warten? Mhm. Und dann gehen wir mal rüber zu deinen Söhnen. Du bist jetzt 18 geworden, habe ich gehört. Und du arbeitest wo? In Peter Briem. Das ist in Weisendorf, ganz weg von hier in Bavaria. Mein Beruf ist so Zerspannungsmechaniker. So, wir machen so, was ist das so? Für kaputte Knochen und so, das ist. Gelenke? Ja. Und für verschiedene Werkstoffe wie Titan, Aluminium und sowas. Und ich mache so Ausbildung da ich bin in erstes Lehrjahr und es läuft momentan gut. Ja. Hallo, ich bin der Nayad, ich bin 15 Jahre alt, ich bin in der Schule bei Höchstadt, Ritter von Spix und ich bin 8. Klasse und es läuft halt richtig gut. Ja, und Sie sind wie lange hier jetzt? Ein Jahr? 1 Jahr, 10 Monate. Also das ist schon echter Hammer, da freuen wir uns. Jetzt Bulli, zu dir. Okay, was kann ich sagen? Was kannst du sagen zu dir? Aha, okay. Wo lebt ihr zum Beispiel? Alles klar. Und wo warst du vorher? Mhm. Ich heiße Bulli, ich bin Vater für diese 3 Kinder und meine Frau Aster hier. Sie ist nicht meine Tochter, aber meine Frau. Ja, dann wir zusammen in Mulhausen, nicht weit vom, wir zusammen dort wohnen, ist es nicht weit vom Höchstadt, vom Nürnberg. Erlangen in die Nähe. Dann mein Arbeitsplatz ist in Nürnberg, in Äthiopien, Oromo-Gemeinde. Wir machen Gottesdienst dort jeden Sonntag, heute Nachmittag auch Gottesdienst bei uns. Ich habe alles organisiert. Am Anfang, wenn in 2017 meine Gemeinde, diese Oromo-Gemeinde, war nur 6 Leute. Alle Flüchtlinge von Äthiopien, aber jetzt die Gemeinde ist total groß und dann 80 bis 100 Leute in die Gemeinde. Ja. Und 45 Kinder auch. Ja. Ihr wart ja viele Jahre getrennt. Kannst du dazu was sagen? 5 Jahre, ja. Ich bin mit meiner Familie 5 Jahre getrennt. Ich habe hier alleine in Herzogenaura gewohnt, seit 2016 bis 2021, ich denke, ja. Dann in Äthiopien in 2016, Politik ist total schlecht wegen dieser Politik. Ich bin Pastor, aber in einer großen Gemeinde, Assemblies of God heißt diese Gemeinde, ist Pfingstgemeinde. Ich bin Senior Pastor für diese Gemeinde. Ich habe Aktgemeinde in Äthiopien gegründet. Und wegen dieser schlechten politischen Situation nach Deutschland geflüchtet. Ja, dann nach 5 Jahren, Gott sei Dank, ich bin bei DMG angestellt und dann durch DMG mit meiner Familie jetzt zusammengekommen. Ja. Preis den Herrn. Ja. Ja. Das war auch sehr ungewöhnlich, weil es nicht so einfach ist, von Äthiopien ein Visum zu bekommen für Deutschland, für deine Familie. Aber das war möglich eben in Zusammenarbeit mit der DMG und mit vielen Freunden, die das auch unterstützt haben, mit Anwälten und so weiter. Ja, das war wirklich ein großes Gebetserhörung. Ja. Vertrauen. Wenn DMG hat zu mir gesagt, ja, wir schicken dir nach Äthiopien, es ist großes Angst vor mich. Aber meine Frau, sie ist in einer Full-Gospel-Gemeinde, sie hat eine große Gebetsgruppe, sie immer beten mit diesen Leuten. Und ich möchte mit meiner Familie zusammen sein, deswegen ich muss zurück nach Äthiopien.
Ich vertraue Gott und dann, ich habe viele Dokumente vom DMG und selber meine Dokumente auch zusammen nach Äthiopien mitgebracht. Und von mich und von meiner ganzen Familie Visum gefragt. Und dann nach vier, ich habe alles vergessen in Äthiopien. Ich mag meinen Dienst in Äthiopien, predigen überall, manchmal dreimal am Tag. Ich predige in Äthiopien und dann nach vier Monaten, ich habe mein Visum gekriegt. Dann, ich bin hier zwei Wochen oder nach drei Wochen, die Botschaft, deutsche Botschaft in Äthiopien hat auch zu mir gesagt, jetzt deine Familie hat Visum gekriegt. Dann, ja. Wenn du an Äthiopien denkst, was wäre so dein Anliegen, dein Gebetsanliegen für die Gemeinde dort, für das Land? Ja, in Äthiopiens Situation ist total schlecht jetzt. Es ist überall Krieg. In Norden, in Tigray und in Amhara und auch Süden, Südwest und Ost. Es ist total Krieg. Die Ökonomie ist auch total kaputt. Und viele Leute hat kein Essen und Hunger überall. Und die Straße ist kaputt. Alles. Dann vor meiner Heimat. Und ich wünsche, ich bete auch für Frieden. Und dann, wenn es ist Friede, man kann arbeiten und dann Kinder kann auch in die Schule gehen, dann das ist mein Gebet und mein Wunsch. Und du bist ja nicht nur hier in Nürnberg unterwegs, in der Oromo-Gemeinde, sondern hast auch andere Kontakte, andere Oromo, kleine Gruppen, die du mitbetreust oder auch jetzt Skandinavien. Möchtest du dazu was sagen? Ja, die Oromos sind hier von meinem Stamm. Die Oromos sind eine große Stamm in Äthiopien. Wenn wir denken über Äthiopien, ist es total Oromos. Zum Beispiel in Hauptstadt auch Addis Ababa ist der Land für Oromos. In Süd und total ganz große Land ist Oromos. Und dann wegen dieser Politik oder Problem ein anderes zwischen Stamm, dann diese Oromo-Leute sind überall in ganz Welt geflüchtet, in Deutschland auch, in ganz Europa. Und hier in Europa, in Deutschland, wir haben vier Gemeinden. Eine in Frankfurt, die Frankfurt-Oromo-Gemeinde hat 2070 Mitglieder. Und in München auch, ich habe diese München und Nürnberg Gemeinde Pastor, alles Pastor gearbeitet, aber jetzt nur in Nürnberg. Vorher auch bei der Gemeinde. In München auch, wir haben 54 Mitglieder. In Berlin auch 17. In Nürnberg jetzt 80 bis 100. In Oslo, Norwegen auch, die Gemeinde, Oromo Gemeinde hat 250 Leute. In Oslo, in Bergen auch, in Trondheim, überall, in Frankreich, in Schweden auch. In Schweden auch ist eine große Gemeinde. Dann manchmal, ich fliege in diese Länder auch, ich predige dort. Und, jetzt auch, ich betreue diese in München, in Frankfurt auch, in meiner Gemeinde. Nur. Ja. Vielen Dank. Lasst mich für euch noch beten. Herr, wir danken dir herzlich für deine Güte, dass du Bulli und seine Familie hergebracht hast, dass sie hier dienen können unter den vielen Oromos, die so weit verteilt sind. Schenk, dass viele dadurch zum Glauben kommen und segne auch ihren Dienst. Amen. Amen. Dankeschön. Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Euer lieber Papa oder Ehemann darf hier bleiben, denn der wird uns jetzt das Wort Gottes weitergeben. Dankeschön. Und der Herr segne dich dafür. Amen. Du musst leider dieses Mikrofon nehmen. Ich hoffe, das geht. Ich denke, das ist besser. Frei. Oder du kannst es reinstecken, wie du möchtest. Ah, okay. In meiner Gemeinde in Nürnberg, ich predige manchmal auf Oromifa, Oromo-Sprache heißt Oromifa, ich predige 1 Stunde 30 Minuten. Das heißt, Matthias hat zu mir gesagt, du kannst auch hier predigen 1 Stunde. Ja, ist okay. Okay. Vielen Dank, Matthias, für die Einladung. Ja,
ich habe vielmal überlegt, was zu reden, was zu predigen. Aber jeden Mal, wenn wir mit Gott immer verbindet, Gott hat ein Wort für uns. Dann ich habe eine vom Gotteswort, bevor ich predige, ich habe zwei Bibeln mitgebracht. Diese Bibel ist Oromo-Bibel. Oromo-Bibel ist Latein-Worte. Und dann, ja, genau, kannst du probieren. Und ich habe auch andere. Ja, das stimmt wirklich. Das ist wirklich lateinische Buchstaben. Ja. Decamsi Namota Iu. Ja, okay. Sehr gut. Und ich habe auch andere Bibel hier. Diese ist Amharisch-Bibel. Amharisch-Schrift ist auch total anders in ganz Welt. In ganz Welt, keine andere Länder nutzen diese Schrift. Viele Leute denken, amharische Sprache, Leute lesen von rechts nach links. Aber es ist nicht so. Wir lesen immer und schreiben von links nach rechts. Dann, diese Schrift ist total anders. Es ist, manche Leute denken, es ist wie ein Arabisch oder Hebräisch oder so. Nein, es ist Arabisch. Ja, Arabisch ist ja. Aber dieses ist nicht Arabisch, dieses ist nicht Hebräisch, aber es ist total anders. Ja, kannst du. Okay. Wir lesen vom Gottes Wort Thessalonicher 4, 13 bis 17. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher, ja, 4, 13 bis 17. Und liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Er sollte nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, aufwirken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nicht voraus haben. Auf den Befehlen Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und herbekommen. Alles Erste werden die aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolke entgerufen, um ihn zu begegnen. So werden wir vor immer bei ihm sein. Trosten euch alles, also gegenseitig, mit dieser Hoffnung. Ich predige, mein Thema ist, setzen Sie Ihre Hoffnung auf Christus. Wir beten. Lieber Jesus, wir danken dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Du bist unser Retter, Jesus. Du bist unser Vater. Wir brauchen dich jeden Tag. Heute, ich frage dich, ich bete, öffne unser Herz und sprich zu uns. Gott, ohne deinen Geist, ohne deine Kraft, wir können nicht predigen, wir können nicht auch über diese Erde mit anderen Leuten über dich reden. Heiliger Geist, gib uns deine Kraft. Wir brauchen dich jeden Tag in unserem Leben, in unserem Land und in unserer Gemeinde. Danke für deine Hilfe und Gnade. Im Namen Jesus, ich bete. Amen. Amen. Setzen Sie Ihre Hoffnung auf Christus.
Ich habe vom Internet gelesen, man kann bleiben 40 Tage ohne Essen. Ich habe auch gelesen, man kann bleiben ohne Wasser 3 bis 4 Tage. Ohne Kleidung, man kann auch lange bleiben. Man kann auch bleiben ohne Haus oder ohne Wohnung. Aber ohne Hoffnung, man kann nicht eine Sekunde bleiben. Hoffnung ist sehr wichtig für Menschen. Hoffnung heißt für mich, das Bessere kommt noch. The best is yet to come in Englisch. Heute ist es vielleicht dunkel. Niemand weiß nicht, was ist mit mir oder was ist mit euch. Jede Person hat ein Problem. Vielleicht wegen unserer Probleme. Manchmal wir bleiben ohne Hoffnung. Dann ist es bei uns ist es total dunkel manchmal. Heute bist du vielleicht traurig. Heute hast du keine Hilfe neben dir. Das ist bei vielen Leuten ist es ein großes Problem. Zum Beispiel bei mir, auch wenn ich alleine hier in Deutschland wohne, immer in mein Herz, mein Gefühl sagt zu mir, du hast keinen Mensch. Du bist alleine. Manchmal, ich denke über meine Familie, meine Kinder, dann ich weine. Plötzlich Hoffnung kommt zu meinem Herz und Gott sagt zu mir, ich bin bei dir, keine Angst. Dann, niemand weiß das. Unsere Kleidung, unsere Laken, Leute, nur diese sehen und dann niemand versteht uns. Aber nur Gott. Er weiß, was ist mit mir und was ist mit euch. Heute hast du keine Helfer neben dir. Heute manchmal, du bist allein. Aber morgen ist besser als heute. Die nächste Woche ist besser als diese Woche. Nächstes Jahr ist besser auch dieses Jahr. Der Unterschied ist, auf was setzen du deine Hoffnung? Das ist die richtige Frage. Das muss jede Person fragt sich. Und was ist meine Hoffnung? Woraus setzt ihr eure Hoffnung? Zum Beispiel, manche Leute setzen ihre Hoffnung auf Geld. Ich habe mit vielen Leuten geredet, hier in Deutschland, auch in ganz Welt. Wenn ich Reise mache, in Flugzeug, in Zug, ich rede mit manche Leute zu mir sagen, ja, ich habe Geld. Das heißt, ich habe kein Problem. Ich habe Geld, das heißt, ich kann alles haben. Sie sagen, ich habe Geld, dann habe ich alles. Einmal habe ich gelesen, Money can buy bed, but not buy a sleep. Ich kaufe schöne Bett mit meinem Geld, aber ich kann keine Schlaf kaufen. Ich bringe, was ich brauche, jetzt zu mir in meine Hand. Ich habe alles selbst in der Hand, weil ich habe so viel Geld. Viele Leute denken so. Zweiter Punkt. Manche Leute setzen ihre Hoffnung auf Wissen. Leute denken, ich kenne alles, mein Kopf ist voll, ich bin sehr richtig, wichtig, important, wichtig.
dann mein Kopf ist voll und dann viele Leute brauchen mich. Ich habe kein Problem. Ich schaffe alles mit meiner Stärke. Diese Kategorie, die Leute in dieser Gruppe denken, mein Kopf ist voll mit Wissen. Ich bin wichtig. Ich bin ein besonderes Mensch. Dritter Punkt. Manche Leute setzen ihre Hoffnung auf ihre Stärke. Ich brauche keine Hilfe von anderen, weil diese Leute denken, ich bin selbst genug für mich. Ich kann alles alleine schaffen. Ich bin fit. Ich habe kein Problem. Viele Leute denken so. Ich bin selbst für mich genug. Dann manche Leute setzen ihre Hoffnung auf ihre Stärke. Vierter Punkt. Manche Leute setzen ihre Hoffnung auf ihre Schönheit. Besonders Damen. Hier in Deutschland, das weiß ich nicht, aber in Äthiopien, viele Damen denken, ich bin hübsch. Dann, viele Leute brauchen mich. Ich brauche nicht keinen mehr. Meine Schönheit ist meine Hoffnung. In Äthiopien, viele Frauen denken so. Aber ich weiß es nicht hier in Deutschland. Aber diese, alle sind diese geldstarke Wissen, Schönheit, alle diese sind temporär. Alle sind temporär. Nicht fest. Plötzlich oder langsam, langsam verschwinden sie. Langsam, langsam weg. Geld ist temporär. Stärke ist auch temporär. Schönheit ist auch. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Diese Frage ist für mich und auch für euch. Vielleicht für andere Leute online jetzt hören. Manchmal Leute denken, ich glaube an Jesus. Jesus ist mein Retter. Aber wenn eine Probleme kommt, diese Leute bleiben nicht fest und dann denken, ja, Jesus ist da, aber ich habe was hier. Ich habe Geld, ich habe andere Leute, meine Stärke und alles. Ich kann alleine selbst alles schaffen. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Christen in der Thessalonischer Gemeinde haben eine Frage im Kopf. In diesem Bibelvers. Matthias hat für mich eine Wort drin geschrieben. Ich kann nicht über diese Worte jetzt predigen. Er hat gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ja, ich predige vom Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Er hat zu mir auch gesagt, ah, okay, dann, und was hast du gesagt? Entrückung ist auch da, er hat gesagt. Ich predige nicht über Entrückung, aber ich predige, unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Christen in der Thessalonischen Gemeinde haben eine Frage im Kopf. Was ist mit den Menschen von uns passiert, die gestorben sind? Diese Frage, diese Leute glauben an Jesus, aber wenn Leute gestorben, diese Thessalonische Gläuber hat eine Frage, was ist mit diesen Leuten? Was ist unsere Hoffnung? Jetzt, was sagt Paulus zu diesen Christen in Thessalonische? Er sagte, und nun, liebe Brüder und Schwestern,
möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr solltet nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denn die Hoffnung auf das ewige Leben fällt. Paulus sagt, es gibt Hoffnung. Für mich und für euch, für Jesus, für Leute an Jesus glauben. Es gibt Hoffnung. Darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Er sollte nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fällt. Paulus sagte, es gibt Hoffnung. Vers 16, auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaunen erdröhnen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herbekommen. Alles Erste werden die aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Ich möchte zu euch und zu mir heute sagen, wir haben Hoffnung. Unsere Hoffnung ist in Christus. Meine Brüder und Schwestern, unsere Hoffnung ist in Christus. Über diese Erde. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Nicht nur über diese Erde, bis zu Ende. Das Bessere kommt noch. The best is yet to come. Morgen ist besser als heute. Amen. Nicht nur so. 2024 ist besser als 2023. Ich habe eine funny Bild auf Facebook gesehen. Und diese Schrift sagt, der Mann, ja, die Leute hat einen Mann geschickt, zum sehen, wie 2023 ist. Nein, am Anfang dieses Jahr. Und dann der Mann hat gesagt, ja, der Mann, wir sind geschickt, ist jetzt zurückgekommen. Ja, dieser Mann ist gegangen, wie 23. ist okay oder nicht. Aber wenn dieser Mann zurückgekommen, er ist verlässt und seine Nase und überall verlässt. Und dieser Mann hat gesagt, schau mal, er ist zurückgekommen mit verletztem Kopf und alles überall verlässt. Das heißt, 2023 ist mit vielen Problemen. Ich habe überlegt und gedacht, ja, es ist richtig. In 2023 Krieg zwischen Ukraine und Russland. Jetzt zwischen Palästina und Israel. Überall Problem. Ökonomie ist auch kaputt. Ich sage zu Leuten in Äthiopien, nicht nur bei euch, bei uns hier auch in Deutschland. Alles ist teuer. Aber unsere Hoffnung ist da. Nächstes Jahr, 2024, ist besser als 2023. Das ist Hoffnung. The best is yet to come. Nächstes Jahr ist besser als dieses Jahr. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Frieden in der Welt? Das Bessere kommt noch. Ich habe kein anderes Wort zu sagen. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Amen. Amen. Gott segne euch. Ja, vielen Dank, Bulli, für dein Wort.
Das war doch auch hilfreich für uns zu sehen. 2024 ist ein gutes Jahr mit Jesus. Amen. Und das wollen wir auch anstreben mit ihm und auch in diese Richtung gehen. Wir wollen uns auch freuen daran, dass ihr bei uns seid und ihr uns unterstützt, auch euer Wort, auch von euch, die ihr das Evangelium austeilt. Das ist eine wunderbare Sache. Lass mich noch beten, bevor wir einige Lieder singen. Vielen Dank, Vater, für deine Freundlichkeit, für dein Wort der Hoffnung, dass sogar die Toten, wo ja alles aus ist, dass sie auferstehen und zu dir mit uns entrückt werden, zu dir. Wir loben dich, Jesus, dass du ein festes Versprechen gegeben hast für jeden, der nicht glaubt, dass er diese Entrückung auch erleben wird und dass das Beste wirklich noch kommt, dass wir dich sehen werden und du den Frieden bringst, den wir als Menschen nicht schaffen können, aber du kannst das. Wir loben dich dafür. Danke für dein Wort. Amen. Lass uns zwei Lieder zusammen singen und dabei das Opfer auch sammeln. Ja, genau. Ja, wir singen Jesus, meine Hoffnung lebt, passend zu dem, was wir in der Predigt gehört haben. Und als zweites singen wir was Schwungvolles, was aber doch auch wieder Richtung Weihnachten geht, aber auch darum, dass die Hoffnung wieder weiter die Runde macht und wir sie weitergeben, nämlich Go Tell It on the Mountain. Das ist ein englisches dann gemeinsam. Zuerst Jesus, meine Hoffnung lebt. Einst trennte zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir, die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Anspruch mehr auf mich.
Es ist uns wichtig, dass das dann die Runde macht, dass wir es weitergeben, und deswegen sind wir auch hier miteinander zugange und denken heute über Mission nach und darum, dass in Deutschland, aber weltweit die Botschaft von Jesus weitergetragen wird, und es gibt dieses englische Weihnachtslied Go Tell It on the Mountain, und es geht darum, dass Jesus geboren ist, aber natürlich soll die ganze Hoffnung von der Geschichte von Jesus wollen wir weitergeben. Lass uns das zusammen singen noch. Genau. Das ist vorläufig der letzte Gebetssonntag dieser Art. Wussten Sie das? Ja. Die meisten wussten es schon, aber diese Art, über Kontinente oder für Deutschland zu beten, das wird jetzt nächstes Jahr ein bisschen anders werden. Und dazu gibt es eine neue Aufstellung für solche Sonntage. Und der Simon möchte uns das kurz erklären, wie das ablaufen wird in Zukunft. Ja, ich nehme euch einfach gerne kurz mit rein in die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Es wird nicht die gute Tradition des Betens und der Gottesdienste und des Gebetssonntags als solches abgeschafft werden. Aber wir haben gemerkt, immer wieder sind ja auch Missionare da, die aus ganz anderen Kontinenten sind als die, für die wir gerade beten. Und immer wieder haben wir so eine gewisse Logik drin, einfach auch Anliegen abzubeten, sage ich mal, so der Reihe nach. Und merken, dass wir manchmal auch ein bisschen andere Impulse brauchen, nochmal zu Gebet. Was ist denn jetzt gerade dran? Was sind denn auch Themen, die aktuell sind, auch weltweit? Oder wohin bewegt sich Mission? Und deshalb würden wir gerne im nächsten Jahr an diesen Sonntagen auch Themen
in den Fokus nehmen, für die wir beten. Und das kann dann ganz verschiedene Kontinente und ganz verschiedene Gegenden, verschiedene Missionare auch betreffen. Und deswegen werden wir im Januar starten mit einem Thema Jesus und dein Beruf. Es sind so viele Menschen unterwegs als Missionare, die ihren Beruf und das, was sie gelernt haben, einsetzen, um das weltweit irgendwo zum Einsatz zu bringen. Und wie funktioniert das? Und dann steht in unserem DMG-Leitbild drin, Partnerschaft ist unser Merkmal. Und dann haben wir gedacht, es wäre gut, wenn wir auch sogar als DMGler mal über den DMG-Tellerrand immer wieder hinausschauen. Ja, auch da mal andere Impulse kriegen als nur unsere DMG-Impulse und werden deshalb zu den Sonntagen im nächsten Jahr jeweils auch versuchen, Gäste einzuladen, auch nochmal vielleicht aus anderen Werken oder aus anderen Bewegungen mit rein zu sprechen, ein paar Anliegen von ihrer Seite mitzubringen. Und so haben wir im Januar Besuch einen Bruder von Coworkers, der hier mit dabei sein wird, die schon sehr lange in Fokus haben, auf Leute mit ihrem Beruf in Projekte, in verschiedene Arbeiten weltweit zu bringen. Und das wird das Thema sein im Januar. Im Februar wird der ERF wieder hier sein und es wird ein Fernsehgottesdienst wieder aufgezeichnet, so wie wir das schon mal hatten. Da wird es um das Thema Geborgenheit gehen. Im März werden wir Besuch einladen, um auch über Aufbrüche in der muslimischen Welt zu sprechen und natürlich aber auch zu fragen, welche Gebetsanliegen haben wir als DMG dazu. Und dann ist im Juni, wäre glaube ich der richtige Termin, das ist nicht im Mai, sondern im Juni, ist das mit den Kindern weltweit, Kinder und Mission, das Thema. Ja, wir planen so einen nach dem anderen davon. Ich denke, der Ablauf wird auch dann ein bisschen angepasst werden. Wir informieren nochmal dazu, sowohl im Magazin, aber auch vorne am Eingang stand ein Bildschirm, wo schon die Termine nochmal drauf sind. Bitte notiert euch die gerne. Und wir starten am dritten Sonntag im Januar, so wie gehabt, und werden dann im nächsten Jahr 6 solche Gottesdienste haben und zusätzlich eben die großen Feste, die dann auch noch stattfinden, zum Beispiel im April. Das Frühlingsmissionsfest. Auch das steht vorne schon auf dem Screen, könnt ihr euch auch den Termin dann schon notieren. Ja, vielen Dank, Simon. Jetzt wollen wir in die Gebetsphase gehen, das heißt, wir haben jetzt gleich Zeit dafür. Um 11.40 Uhr treffen wir uns, also nach einer kleinen Pause, dann zum Gebet. Hier die Folie zeigt schon an, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also einmal 5 Gruppen, einmal die Gebetsgruppe, das ist also die Gruppe, die unterwegs ist zu Fuß in diesem schönen Wetter mit blauem Himmel. Mit Doris Keller. Oha, also in 5 Minuten wollen wir zügig dann weiterkommen, genau. Dann zweitens natürlich in der Bibliothek, das sind also alles Räume jetzt, die hier oben drüber liegen. Die Bibliothek mit Martina Aurich und dann hier in der Kapelle mit Brigitte Engelberg und dann im Wohnzimmer mit meiner Ehefrau Martina Knödler. Im Weißensaal mit Katja Schäfer, unsere neue Mitarbeiterin. Vielleicht könnt ihr euch so aufteilen, dass ihr vielleicht 10 Leute so habt in der Gruppe oder so. Und dann, wenn das zu viele wären, sagen wir 20, dann müssen wir mal gucken, ob man bei der anderen Gruppe vielleicht nochmal helfen könnte. Und für das Gebet liegen hier vorne dann diese Gebetskalender aus und auch Stifte zum Mitschreiben. Das wäre gut, wenn Sie das mitnehmen würden. Genau, wenn noch Zeit wäre nach dieser Gebetsrunde, dann kann man auch persönliche Anliegen noch mitteilen vielleicht. Das eine oder andere Anliegen und dann auch dafür noch eine Gebetsrunde machen. Im Konferenzraum findet währenddessen jetzt weiterhin das Kinderprogramm statt. Und da möchte ich mich jetzt herzlich bedanken für alle Mitwirkenden, für die Technik, für die geplant haben natürlich, für das Küchenpersonal, die Abwäscher, die auch damit aktiv sind und dann natürlich alle, die den Gebetssonntag mitgestaltet haben. Das Mittagessen wird um 12.30 Uhr dann beginnen. Und nach 45 Minuten, also um 13.15 Uhr, werden wir dann hier wieder zusammenkommen und dann wird Bulli uns nochmal von seiner Arbeit konkreter berichten. Für alle, die jetzt schon gehen müssen oder nach der Gebetszeit und auch die Teilnehmer auf YouTube, auf dem Stream, herzlichen Dank für deine Teilnahme und Gottes Segen auch für diese neue Woche. Schön, dass du da bist und dabei warst. Lasst mich noch Gottes Segen über euch aussprechen. Zum Schluss eben diesen Segen, den der Herr uns, dem Volk Israel, aber auch uns gegeben hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. So, jetzt eine fröhliche Gebetszeit.